Thank you.
Wer sie mein Weib und ich ihr war.
Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Ida! Was da? Sag mir, du lustiger Freund, wer du bist. Wer ich bin? Dumme Frage. Ein Mensch wie du. Wenn ich dich nun fragte, wer du bist. So würde ich dir antworten, dass ich aus fürstlichem Geblüt bin. Das ist mir zu hoch. Mein Vater ist Fürst, der über viele Länder, Länder? Und Menschen herrscht. Menschen? Darum nennt man mich Prinz. Prinz? Ja, gibt's außer diesen Bergen auch noch Länder und Menschen? Viele Tausende. Ah. Wie nennt man eigentlich diese Gegend? Wer beherrscht sie? Das kann ich dir ebenso wenig beantworten, als ich weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin. Wie, du wüsstest nicht, wo du geboren und wer deine Eltern waren? Ich weiß nur so viel, dass nicht weit von hier meine Strohhütte steht, die mich vor Regen und Kälte schützt. Aber wie lebst du? Von Essen und Trinken. Wodurch erhältst du das? Durch Tausch. Ich fange für die sternflammende Königin und ihre Jungfrauen verschiedene Vögel. Sternflammende Königin? Dafür erhalte ich täglich Speis und Trank von ihr. Sag mir, warst du schon so glücklich, diese Göttin der Nacht zu sehen? Sehen? Die sternflammende Königin sehen? Nun ist's klar. Welches Menschenauge würde durch ihren schwarz durchwebten Schleier blicken können? Sie ist es, von der mein Vater mir so viel erzählte. Offenbar ist auch dieser Mann kein gewöhnlicher Mensch. Wie er mich so starr anblickt. Vielleicht einer ihrer dienstbaren Geister. Warum siehst du so verdächtig nach mir? Weil ich zweifle, ob du ein Mensch bist. Wie war das? Nach deinen Fehlern halte ich dich... Doch für keinen Vogel. Bleib zurück, sage ich, und traue mir nicht, denn ich habe Riesenkraft. Riesenkraft? Warst du mein Erretter, der diese giftige Schlange bekämpfte? Schlange? Herr! Ist sie tot oder lebendig? Ewig werde ich dir dankbar sein. Schweigen wir davon. Freund, wie hast du dieses Ungeheuer bekämpft? Du bist ohne Waffen. Bei mir ist ein starker Druck mit der Hand mehr als Waffen. Du hast sie erdrosselt? Erdrosselt. Das geht nicht an. Wer sind diese Damen? Ich weiß nur so viel, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und dafür Wein, Zuckerbrot und süße Feigen bringen. Sie sind wahrscheinlich sehr schön. Wenn sie schön wären, würden sie ihr Gesichter nicht bedecken. Papageno! Du fragst, ob sie schön sind. Ich kann dir darauf nichts antworten, als dass ich in meinem Leben nichts Reizenderes gesehen habe. Papageno! Was muss ich denn heute verbrochen haben? Hier, meine Schönen, übergebe ich meine Vögel. Dafür schickt ihr unsere Fürstin heute zum ersten Male statt Wein reines, helles Wasser. Und mir befahl sie, dir statt Zuckerbrot diesen Stein zu überbringen. Ich wünsche, dass er dir wohlbekommen möge. Was? Steine soll ich fressen? Und statt der süßen Feigen habe ich die Ehre, dir dies goldene Schloss vor den Mund zu schlagen. Damit du künftig nie mehr Fremde belügst und nie dich der Heldentaten rühmst, die andere vollbrachten. Wir waren's, Jüngling, die dich befreiten. Wie? Dich erwartet Freude und Entzücken. Hier, dies Gemälde schickt dir die große Fürstin. Es ist das Bildnis ihrer Tochter. Findest du, sagte sie, dass diese Züge dir nicht gleichgültig sind? Dann ist Glück, Ehre und Ruhm dein Los. Auf Wiedersehen. Adieu, Monsieur Papageno. Sei nicht so hastig getrunken. Dies Bild, es ist bezaubernd schön. Götterbild, mein Herr.
ich zwar nicht nenne, doch fühl ich's hier wie Feuer brenne. Soll die Empfindung Liebe sein, soll die Empfindung Liebe sein. Ja, dich mit Mut und Standhaftigkeit, schöner Jüngling. Die Fürstin hat jeden Zug in deinem Gesichte gelesen. Sie hat beschlossen, dich ganz glücklich zu machen. Hat dieser Jüngling so sprach auch so viel Mut und Tapferkeit, als er zärtlich ist. So ist meine Tochter ganz gewiss gerettet. Gerettet? Oh, ewige Dunkelheit! Ein mächtiger, böser Dämon hat sie ihr entrissen. Entrissen? Sie saß an einem schönen Maientag. Ganz allein. In dem alles belebenden Zypressenwäldchen. Der Bösewicht schlich unbemerkt hinein. Belauschte sie und... Und durch seine Macht, sich in jede erdenkliche Gestalt zu verwandeln... Hat er Pamina entführt. Pamina? Du in der Gewalt eines Bösewichts? Vielleicht in diesem Augenblick? Schweig, Jüngling. Lästere der holden Schönheit Tugend nicht. Wo ist des Tyrannen Aufenthalt? Nahe an unseren Bergen. Seine Burg ist prachtvoll und sorgsam bewacht. Kommt, führt mich. Pamina, sei gerettet. Der Bösewicht falle! Was ist das? Fasse dich. Es verkündet die Ankunft unserer Königin.